Herzlich willkommen bei Film Archäologie. Und heute gehen wir mal etwas anders ran. Wir reden nicht über einen Film, sondern über ein Buch. 1001 Filme. Es gibt ja auch noch weitere Ausschnitte aus dem Buch zu lesen. Das ist eine Buchreihe, darüber ist eigentlich jeder Filminteressierte bestimmt schon mal in einer Buchhandlung oder manchmal auch damals noch in der Videothek gestolpert. Dieser Band enthält 1001 Film und soll einen praktisch sehen als Lexikon zur Rate stehen, wenn man, Zitat, falls Sie wieder ins Grübeln darüber geraten, was Sie in den Video- oder DVD-Player einlegen wollen, kaufen Sie dieses Buch. Man merkt schon, meine Ausgabe ist, da wir noch von einem Videoplayer reden, ein bisschen älter. Genau. Sie ist aus dem Jahre 2003 und das ist auch die erste, zweite Ausgabe, die es davon gibt und hat sich bis jetzt über 2 Millionen Mal verkauft. Und ich möchte zwei Fragen stellen, wir gucken uns gleich das Buch auch ein bisschen an. Was macht das Buch aus? Also prinzipiell in den Zeiten des Internets und dauerhafter Verfügbarkeit. Wie sinnvoll ist so etwas noch? Weil das ist ja zur, sagen wir mal, wissenschaftlichen Arbeit eigentlich nicht geeignet, um mal so auf das Werk zu betrachten. Es ist ja ein popkulturelles Werk, vielleicht auch ein Nachschlagewerk mit kurzen, unterhaltsamen Rezensionen zu 2001, Odyssee im Weltraum. Und das, was ich aber diesem Buch so hoch anrechne und was ich so gut daran finde, ist die Art, wie es strukturiert und wie es einen über Film nachdenken lässt. Weil hier wird vollkommen zu Recht gesagt, 1001 Filme, das ist ja wirklich nicht viel, wenn wir uns die Filmgeschichte angucken und überlegen, wie viele Filme es gibt. Ist das ja wirklich sehr runtergedampft, dann sind dort meist sehr hochqualitative Filme, Filme, auf die sich auch die breite Masse meist einigen kann. Das meine ich gar nicht despektierlich, aber man kann sich sicher sein, dass eine Bestenliste einen Film enthält wie Blow Up von Antonioni oder Einer flog übers Kuckucksnest oder Videodrome oder Star Wars, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, also Star Wars 6 oder Der Himmel über Berlin, Erbarmungslos. Ein Schweinchen namens Babe, finde ich da schon überraschender. Titanic. Da sind Sachen drin, die man diskutieren kann, die man diskutieren sollte. Aber deswegen finde ich das so interessant, weil in Zeiten des Internets, dann gehen wir einfach auf IMDb, nehmen die Top 250 und sagen, das sind die besten Filme aller Zeiten. Da hat ein großer Teil der Gesellschaft sozusagen, das ist ja wirklich repräsentativ, IMDb bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, Bewertungsfetzen ist auch alles erstmal egal. Aber dort kann ich mir einen großen Meinungspool angucken, genauso wie Rotten Tomatoes und die ganzen Seiten, die erstmal die einzelnen Wertungen zusammenrechnen, also daraus eine mathematische Formel machen. Und das erfolgt hier nicht. Hier haben einfach so um 70 Kritiker, plus minus, das verändert sich bei jeder neuen Auflage immer wieder, haben sich entschieden, hier zu sagen, unserer Meinung nach, die besten Filme. Und das ist was ich sehr interessant finde, weil man hier Leute hat, die sich tief mit der Materie beschäftigen, jetzt aber nicht eine Abhandlung oder zum Beispiel eine Kritik wie in der Zeitung oder wie hier auf YouTube gemacht wird, sondern ein Ratgeber. Und wenn wir uns das in anderer Literatur angucken, ist ein Ratgeber immer zweierlei. Einerseits natürlich ein Einstiegspunkt, weil das Schöne an diesem Band ist, ich kann die Augen zumachen und sagen, da, den gucke ich vor der Revolution von Bernardo Bertolucci. Werde ich wahrscheinlich keinen schlechten Film sehen. Es ist also eigentlich bis zum großen Punkt geschmackssicher. Man kann davon ausgehen, nicht alle Filme, aber man kann davon ausgehen, dass ein großer Teil der hier verzeichneten Filme hohe Qualität aufweist. Und das ist was natürlich erstmal eine Sicherheit gibt und es ist, genauso wie jedes andere Lexikon, einfach eine Bildungsmöglichkeit, die es einem aber mit einer sehr, sehr leichten Einstiegshürde. Jeder kann ein Lexikon aufschlagen, jetzt gerade theoretisch gesehen, ein Wort lesen,
vielleicht nicht den ganzen Kontext und die Worthistorie sofort verstehen, aber ein neues Wort, einen neuen Kontext lernen. Und das ist das, was auch dieses Lexikon einem bringt. Jetzt wird man sagen, ja, aber die Internetrecherche ist dann natürlich noch tiefgreifender. Sobald ich einen Titel habe, kann ich den weitergehend verarbeiten, aufnehmen, ich kann den Film durchleuchten, ich kann mehrere Bilder sehen. Und an dieser Stelle möchte ich nämlich dieses Buch deswegen empfehlen, warum es so gut ist. Hier sind Filme drin, wie zum Beispiel Killing Fields, Schreiendes Land von Roland Joffe. Habe ich noch nicht gesehen. Jetzt habe ich aber den Titel Schreiendes Land. Und hier beginnt eine, finde ich, andere Form. Ich werde anders involviert in dieses Buch. Ich lese Titel einfach nur. Und ab diesem Punkt muss ich noch es eingeben, es besorgen. Und das, aber das Buch bleibt dabei immer gleich. Das finde ich so interessant. Also egal, was ich mache, ich kann mich auch nicht damit beschäftigen. Diese Filme bleiben da drin stehen. Online-Listen verändern sich. Seiten werden offline genommen. Es ist kein dauerhafter Bestand. Natürlich, diese Bücher verändern sich mit jeder neuen Auflage auch. Aber dieser Band hier von 2003 wird immer dieser Band von 2003 bleiben mit dem wunderschönen Arnold Schwarzenegger Rücken. Aber ich habe den Vorteil, ich kann wirklich sagen, ich gucke VIG von sehr vielen Darstellern und Regisseuren und habe einfach eine Liste, 1000 Filme. In der Theorie könnte ich diese Liste, mein Leben lang wäre ein bisschen viel, aber zumindest 1000 und einen Tag abarbeiten und hätte was. Und das ist die große Sache, genauso wie zum Beispiel die Sight & Sound Veröffentlichung, The Greatest Films of All Time, die ja alle 10 Jahre geupdatet wird. Und da hat man dann die großen Sachen drin. Man with a Movie Camera, klar. Singing in the Rain, verständlich. Vertigo, haha, sicher. Jean Dielmann. So. Die beiden Sachen haben eine Sache gemein. Sie haben nämlich eine Spannung, die Top-10-Listen nicht aufweisen. Top-10-Listen sind ein sehr verquicktes, kleines Produkt, was einfach sagt, hier, die 10 besten Filme. Und dann schreibt dir der Erstbeste unter, hey, aber da fehlt doch noch Star Wars 5. Ja, bei einer Liste mit 1000 Filmen könnte auch ein Film fehlen. Warum ist der und der Film von King Hu nicht drin? Warum ist das und das Werk nicht drin? Warum ist kein Shaw Brothers drin? Was auch immer. Das ist dort aber viel schwerer möglich. Hier ist man sehr viel mehr gefordert, sich selbst einzubringen. Bei einer Top-10-Liste kann man sagen, habe ich 9 von gesehen, ich kenne mich aus. Wenn man diese 1001 Film gesehen hat, dann hat man wirklich Ahnung. Das ist nämlich wirklich ein... Es fordert den Leser heraus. Und das ist nämlich der Unterschied. Man ist im Gegensatz zum Online-Konsum, was ihr gerade macht, was ich mache, wenn ich auf YouTube-Kritiken gucke oder wenn ich Sachen lese, online schnell, weil da nimmt man sich anders Zeit. Hier könnte ich mir abends wirklich, weiß ich nicht, ein Bier aufmachen, mich hinsetzen und wirklich dieses Buch studieren. Das ist etwas, was nur das physische Medium des Buches mir erlaubt. Deswegen, ich kann jedem empfehlen, holt euch das Buch. Es ist ein Werk, was, ich würde einfach sagen, essentiell für jeden Filminteressierten ist. Aber ganz ehrlich, wofür die neueste Ausgabe? Kauft die älteste oder irgendeinen, die ihr auf Medimops oder so kriegt. Weil es ist ein interessantes Kompendium, mit dem man nochmal anders an das Thema Film rangehen kann. Sagt mir, wie euch dieses Buch, Kritik, Besprechung, was auch immer, Diskussion gefallen hat, was ihr davon haltet und ob ich weiter solche Sachen auch machen soll. Ich hätte nämlich noch ein paar Sachen, also die Sight & Sound Ausgabe kommt man auch nochmal einzeln besprechen, sehr gut. Ich meine, es ist ja eigentlich auch durch das Thema, aber 10 Jahre warten will ich nicht. Und es gibt natürlich noch andere Sachen. Das Hitchcock-Buch müsste man unbedingt mal besprechen, aber das würde ich da noch anders machen. Aber schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.